Ich habe den Webstuhl benutzt, Deke. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Deke ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Danke für deine Hilfe, Deke. So, dann gucken wir nochmal. Na, 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 na. Wo sind denn meine Kleinen? Triff mich bei den Ruinen von Schloss Falbert. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich kann doch hier, habe ich doch gerade schon wieder was gekommen, oder? Gegenstände draußen. Ach, guck mal. Ach, wie cool. Heckenzaun. Oh, müssen wir wieder Mondsteine sammeln gehen, ne? Holzpalisaden. Holzzaun. Steinmauer. Krummer Baum. Hochgewachsener Baum. Großer Baum. Toter Baum. Ne, toter Baum ist doof. Turmruine, großes Zelt, Haus, Zelt, ey, oh, hier können wir ja richtig was bauen. Das ist ja mal richtig cool. Ja, da müssen wir doch, da kann ich doch, Mensch, da werde ich bestimmt im Offscreen definitiv noch ein paar Tierchen fangen. Ich weiß nicht, ob wir können ja eine Folge machen wir mal tatsächlich, dass wir Tiere fangen gehen. Ich schaue mal mich so ein bisschen um, wo man Tiere finden kann, also welche Tiere man wo finden kann. Und dann machen wir mal zusammen eine Folge, wo wir Tiere fangen gehen. Und dann müssen wir natürlich auch definitiv wieder schauen, dass Geld in die Kasse kommt. Moment. Geld in die Kasse sehen wir hier, ne? Ja, 3.900, das ist zwar jetzt viel, aber eigentlich viel zu wenig. Heißt definitiv, wir müssen mehr Geld haben. Bedeutet, wir müssen auch noch eine Folge machen, wo wir mal ein bisschen Goldfarm gehen. Ganz weit oben. Nati erwartet dich bei einer Burgruine. Unterrichtsstunde Astronomie. Besucht den Schatten. Sprich mit Sebastian. Okay, die beiden haben gestritten. Was machen wir jetzt? Astronomie oder kümmern wir uns erstmal hier um die zwei? Wir kümmern uns erstmal um die zwei, würde ich sagen, oder? Ist, glaube ich, am sinnigsten. Und dann machen wir Astronomie. Karte, wo sind denn die beiden? Im Schatten der Blutlinie, große Halle, okay. Da haben wir doch ein Flohfeuer, ne? Dann gucken wir mal, was die beiden haben. Ich mag sie ja beide. Das ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Ominous, lauf mir nicht um. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich.
Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Logo. Omenes lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Mhm. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Omenes beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Omenes wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Omenes. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Omenes und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Omenes vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Omenes schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Okay. Dann hätten wir den haben wir jetzt auch erledigt. Abgehandelt sozusagen. So, machen wir den Unterricht im Astronomieturm. Nein, Quark. Ich brauche doch die Karte. Ich habe jetzt keine Lust zu laufen. Der Astronomieturm. Ach, da waren wir. Haben wir die Flammen noch gar nicht angemacht? Bei dem? Tatsache, ja gut, da müssen wir hier hin. Hallo? Was ist denn los hier? Ach so. Ja gut, da muss ich Zauberkunst und muss da hochlaufen. Wir müssen mal die Flämmchen da anmachen. Astronomieturm haben. Wie sind wir schon mal da gewesen? Habe ich die übersehen? Spielt keine Rolle. Für mich aber nicht. Oh, du klingst beleidigt. Was ist denn los? Lalalala, lalalala. Rebellion. Lalalala, lalalala. Da hinten sehe ich eine Truhe. Hopp, wo war das denn? Ach, hier ist mein Raum der Wünsche. Ach, der Nick. Hallo. Aber hier muss doch da. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Hä? Anfang. So. Ah, ne, hier waren wir noch gar nicht. Stimmt ja. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen. Professor Schaar. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Na wunderbar, auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines?
Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. So, scharf gestellt. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Ich will aber nicht in Sterne gucken. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die sie im ganzen Hochland aufstellten, wo sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Klar wie Kloßbrühe. Oh. Sie können gehen. Oh, hallo. Ich bin Amit. Wir haben Zaubertränke zusammen. Glücklicherweise gab es in diesem Kurs noch keine Explosion. Oh, hallo Amit. Schön, dich wiederzusehen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ja, auf jeden Fall. Natürlich hast du das. Mhm. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich wusste es doch. Nichts ist hier umsonst. Nichts ist hier umsonst. Zumindest wenigstens. Moment. Das ist wenigstens der erste. Der ist doch ein Hund, oder? Der mir vorab schon mal irgendwas geben will, damit ich was für ihn tue. Moment, dich machen wir jetzt mal eben. Konfringo. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Revelio. Ich hab's doch wimmeln hören hier. Wo hat's denn hier gebimmelt? Die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung. Da. Das muss man nutzen. Da hast du gebimmelt. So, was haben wir denn hier? Astronomieteleskop. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternenbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und aller anderen Dinge am Nachthimmel, wie zum Beispiel UFOs, ET, ALF und ihr wisst schon. Und der Morg vom Ork natürlich. Perfekte Nacht für. Aber den kennen die meisten bestimmt gar nicht mehr. Hallo. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomiegenie würde ich doch kein drittklassiges Lunarskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen.
Los! Klasse! Du wirst es nicht bereuen! Wollen wir? Jetzt müssen wir Sterne gucken. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren Revelio in Sternbeobachtung markiert. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldstein-Club ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Sind wir denn richtig? Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Lumos. Lumos. Lazio. Okay, der ist es nicht. Nintendo. Der auch nicht? Arresto Momento. Ich muss die Wanne doch irgendwie da wegkriegen. Nintendo. Aber das funktioniert nicht. Das heißt... Akio. Levioso. Der ist es auch nicht. Okay, wir machen mal erstmal. Amit, kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Wo genau ist dieser Altar, den wir suchen? Einer alten Astronomenchronik aus der Bibliothek zufolge könnte er irgendwo entlang der Schlossmauer sein. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Oh, also gut. Revelio. Was haben wir denn hier? Eingesperrte Badewanne. Diese Badewanne wird bereits seit eh und je unter Verschluss gehalten. Gerüchten zufolge wurde die Wanne vor Jahrzehnten verzaubert, um hinter Schülern hinterher zu jagen, die zu sehr mit ihrem Studium beschäftigt waren, um sich um die Körperpflege zu kümmern. Okay, dann lassen wir die Badewanne mal da drin. So, aber hier ist doch definitiv, dass es hier auch weitergeht, oder? Klar. Confringo! Lumos! Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Jetzt jammer doch nicht mal hier. Doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Da ist der Altar. Ich lasse dir den Vortritt. Na los, ja, dann versuch es mal. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Der große Punkt soll er jetzt bestimmt dahin, oder? Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Sterngucken geht es um Geduld und Präzision. Das ist genau das Richtige für mich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll.
Also das ist definitiv nicht. Also ich habe ja, aber wie kriege ich denn? Ich kann da doch gar nicht. Ah, guck mal. Okay. Da kann ich das noch ranzoomen. Okay. Ich weiß, es ist fast unmöglich, die Aufregung in so einem Moment zu zügeln. Aber bleib ruhig. Leichte Anpassungen. So. Jetzt habe ich's gerafft. Die Harfe. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Ja, das ist nett von dir. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Dankeschön. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Okay. Ich bin froh, dass wir das abgeschlossen haben mit dem. Mit dem Stimmpfad nicht. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Ja, wundervoll. Ein Träumchen sozusagen. So. Okay, oh, unsere Liste. Guck mal, wir haben nicht mehr so viel. Ganz weit oben haben wir noch. Das machen wir aber in der nächsten Folge, ne? Denn die müssen wir noch suchen. Und die müssen wir noch machen. Ach, wunderbar. Wenn wir Glück haben, sind wir in der nächsten Folge ja eigentlich schon nur noch bis ein Hauch von Liebe. Ihr wisst ja, ein Hauch von Liebe. Ich habe genug von der Liebe. Ich finde den Schatz anhand der Schatzkarte, da muss ich mir echt für Zeit nehmen. Das machen wir irgendwann mal. Gut, trifft Nati bei Einbruch der Dunkelheit, das war ja auch noch irgendwie, ne? Genau, irgendwie Nati? Ah, da, oh genau, da war die, genau, richtig, das war die. Ja, liebe Leute, wir haben hier noch was gelootet, das gucken wir uns eben an, wenn wir schon da sind. Da waren Handschuhe, 47 zu 52, können wir verkaufen. Und sonst haben wir nichts gelootet, ne? Nee. Wir haben 3079 Gold. Wann können wir... Ah, wir müssen auch unbedingt mal unsere Talentpunkte hier dann mal weitergeben. Inventar haben wir. Da haben wir noch das Teleskop gekriegt. Und da haben wir... Ja, okay, die Federn hatten wir ja schon gesehen. Und Sammlungen sind neue dazugekommen. Die handle ich jetzt mal ab. Wir wissen das ja, ne? Also... Hier Alraune und das wissen wir ja alles, was wir gemacht haben. Die muss ich ja nur abhaken. Aber wir können mal eben noch hier reinspringen. Weil hier sind ja jetzt auch wieder neue Sachen dazugekommen. Das heißt, Sachen, für die wir jetzt die Belohnung kassieren können. Das ist ja nur Erscheinungsbild. Damit muss ich mich auch mal befassen. Da weiß ich auch noch nicht so genau. So. Und dann ist ja hier, da tagt man einfach nur mal ab jetzt hier. So, die hätten wir alle. Erkundung haben wir dann. 2 von 5, den haben wir abgehakt. Den haben wir auch noch nicht, okay. Handbuchseiten, da haben wir jetzt einige, ne?
Wunderbar. Raum der Wünsche haben wir jetzt auch schon einiges gemacht. Da haben wir 5-mal die Ausrüstung verbessern, 10-mal die Ausrüstung verbessern. Den haben wir durch Zufall gekriegt, weil ich halt rein rumgeklickt habe. So, und Kampf hatten wir noch was? Ah, hier. Ne. Doch, klar. Den haben wir noch nicht abgehakt hier unten. So. Und da würde ich jetzt, da wüsste ich ja jetzt tatsächlich mal ganz gerne, wie das hier mit diesem, wie das hier funktioniert, ne? Ich nehme jetzt mal hier so eine Robe. Erscheinungsbild ändern. Ah, okay, und dann können wir, ja, jetzt verstehe ich. Und dann können wir das, was wir gekriegt haben, dann transmoggen. Ja, das ist ja cool. Ja, wisst ihr was, dann mache ich uns im Offscreen, gucke ich mal, ob ich den nicht ein bisschen cooler hinkriege. Und ich wünsche euch auf jeden Fall und bedanke mich bei euch auch auf jeden Fall fürs Schauen und fürs Liken und fürs Däumchen und fürs Abo und für alles Mögliche. Ihr macht eigentlich alles Mögliche hier momentan, weil mir echt viel Spaß macht zu spielen. Mir macht es viel Spaß zu aufzunehmen und hochzuladen, weil alles auch so gut geguckt wird. Herzlichen Dank nochmal wirklich, wirklich, wirklich an alle von euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend und einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gesund und bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.